The High Priestess. Alora. Whose number is thus 19 minus 6. As above, so below. 13. Gaia, ein Begriff für unser Raumschiff, den Planeten Erde. Er steht für die Gesamtheit aller ökologischen Beziehungen zwischen organischer und anorganischer Materie. Gaia ist der Metaorganismus, die Überseele, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. Wie auch das menschliche Bewusstsein mehr ist als Neuronen und Chemie des Gehirns. Wir stehen in ständiger Verbindung, auf Standby. Keiner hört unser Telefon ab. Gaia ist die Intelligenz, die in ihre eigene Evolution eingreift. Die Ganzheit unseres Lebensraums als im ständigen Wandel begriffenes System. In dieser Serie Secrets of Gaia werden wir Geheimnisse des Planeten aus unserer Sicht darstellen. Erstes Anzeichen eines mehrschichtigen Kommunikationsversuchs. Wir verkünden keine Wahrheiten oder entschlüsseln diese Secrets. Im endgültigen Moment steht das Unaussprechliche enthüllt da. Es gibt keine Reflexion des Geheimnisses mehr. Man sieht es in seiner ganzen Nacktheit und nichts anderes existiert. Trommeln schlagen seit Stunden im gleichen Rhythmus. Blut fließt. Wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wir geben Antwort. Sie warten auf uns. 14.000. Praxis ist der Schlüssel, zu wissen, was du tust. Wir wollen Inspiration geben zur kreativen Auseinandersetzung mit der Magie und Ästhetik von Gaias Geheimnissen. Sender und Empfänger verwechseln sich wieder und wieder. Das Projekt Secrets of Gaia ist entstanden aus dem Zusammenschluss vieler Individuen zu einem Kommunikationsnetz. Der Prozess, den wir auslösen, ist ein Dekodierungsversuch. Wir geben Anregungen, selbst solche Projekte ins Leben zu rufen und somit ein magisches Netzwerk aus kreativem Chaos zu bilden, wo immer wieder Visionen in die Tat umgesetzt werden. Wir atmen flackerndes Licht aus. Realitätstunnel öffnen sich und Evolution findet statt. Und Evolution findet statt. Und Evolution findet statt. Die zu all dem notwendige Kommunikation wird Hauptthema der ersten zwei Folgen sein. Es ist wahrscheinlich, dass am Anfang dessen, was wir den modernen Menschen nennen, die Sprache stand. Am Anfang war das Wort.
nächste Schritt wird über das Wort hinausgehen müssen. Das Wort ist heute ein veraltetes Hilfsmittel. Jede Lebensform, die an einem veralteten, eingebauten Hilfsmittel hängen bleibt, ist zur Vernichtung verdammt. Wir lernen, Worte einzuhalten, Worte zu sehen und zu berühren, Worte, die Gegenstände umherzuschieben und zu gebrauchen. Es kommt darauf an, die Unzulänglichkeit von Sprache zu erkennen, ihre in die Sackgasse führenden Mechanismen zu modifizieren, um sie schließlich aus dem Weg zu räumen. Der bestimmte Artikel der Lieder, der die Einmaligkeit von etwas indiziert und es unmöglich macht, über den feststehenden Begriff hinauszudenken, wird abgeschafft. William Burroughs, Literat und Sprachforscher, entwickelte eine Vibustheorie, die das Manko der Entwicklung von Schrift, Wort analysiert. Er geht davon aus, dass das geschriebene Wort ein Virus war, der als Auslöser für das gesprochene Wort fungierte. Dieser Virus ist nicht erkannt worden, weil er eine stabile Symbiose mit dem Wirtsorganismus Mensch eingegangen ist. Gebt mir eine alte Hauswand und eine Mülltonne und bei Gott, ich kann da sitzen bis in alle Ewigkeit. Denn ich bin die Wand und ich bin die Mülltonne. In der alphabetischen Sprache ist das Wort nicht mehr ein Symbol für das, was es darstellt. Es hat keine Abbildfunktion mehr, ist zum abstrakten Code geworden. Die Sprache ist von Gegenständen oder wahrnehmbaren Vorgängen getrennt. Das dualistische Konzept des Entweder-Oder legt uns auf zwei Alternativen fest. Es wird abgeschafft. Eine Sache ist nie entweder dies oder jenes. Sie ist eine Vielheit mit unzähligen Aspekten. Worte, zumindest wie wir sie gebrauchen, neigen dazu, uns nicht physische Erlebnisse vorzuenthalten. Das Identischsein, das die ausschließliche Identität von etwas impliziert und keinen Entwicklungsspielraum lässt, wird abgeschafft. Wer mit solchen Virusmechanismen der Sprache aufräumt, befreit den Gedankenfluss, schenkt unaussprechlichen Assoziationen, Gefühlen, Traumbildern mehr Bedeutung. Das eröffnet die Möglichkeit einer unbeschränkten telepathischen Kommunikation. Nichts ist wahr, alles ist erlaubt. Wenn nichts wahr ist, dann ist alles erlaubt. Das heißt, wenn wir uns klar machen, dass alles Einbildung ist, dann ist jede Einbildung erlaubt. Sobald wir sagen, dass etwas wahr ist, sind sofort viele Dinge nicht erlaubt. In der modernen Philosophie
setzt sich die Erkenntnis durch, dass die Struktur der westlichen Sprachen immer weniger geeignet scheint, universale Zusammenhänge adäquat zu beschreiben.